Morgen Leute, ja, ist schon wieder ein bisschen her, irgendwie Vloggen vernachlässigt und so. Aber es war ein bisschen was mit der Charité zu tun, es war ein bisschen was hier zu tun und mit dem Studium, mit den Praktikumszeugnissen und so weiter, weil ich bewerbe mich ja zum einen bei der DFFB und zum anderen habe ich ja schon einen Studienplatz bekommen, aber für die DFFB bewerbe ich mich für nächstes Jahr. Und deswegen war so ein bisschen was zu tun. Ich musste halt ultra viel ausformulieren, eine Bewerbung schreiben, die Praktikumszeugnisse nochmal anfordern und dann irgendwie diese Bestätigung und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe mich die ganze Woche über an meinen Plan gehalten. Also ich habe relativ gut gegessen, also manchmal schon so eine Ausnahme, also aber weitestgehend vegan, sagen wir es mal so. Also nicht, dass ich jetzt auf Fleisch verzichten würde oder sowas, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt definitiv gesünder, wenn man weniger Fleisch isst. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auf ein oder zweimal die Woche reduziert. Ich bin relativ zeitig aufgestanden. Ich bin jeden Morgen zum Sport gegangen. Deswegen, wir haben es jetzt gerade 7.30 Uhr und ich habe schon meine Sportklamotten an. Also ich werde gleich los zu McFit gehen. Und ich habe auch, glaube ich, einen ganz coolen Plan gefunden, wie ich so trainieren kann. Also ich weiß, viele kennen sich da viel besser aus etc. Aber ich gehe jetzt, weil ich ja jeden Tag zum Sport gehen will, gehe ich, oder was heißt jeden Tag? Sonntag natürlich nicht. Oder was heißt natürlich? Sonntag ist einfach Family Day und Sonntag habe ich keinen Bock. So, und deswegen, Sonntag gehe ich nicht trainieren, aber Montag bis Samstag. Und man muss da ja irgendwie einen guten Plan finden, so damit man sich nicht überanstrengt etc., dass die Muskelgruppen sich wieder regenerieren können etc. Und da habe ich mit einem Kumpel telefoniert, der sich wirklich ganz gut so mit Fitness auskennt und habe dem so mal erzählt, was ich so vorhab und ob das zu viel ist oder ob das zu wenig ist oder ob man das anders machen sollte, was weiß ich, so all diese Fragen, die dann da so aufkommen. Und ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Also so wie mir das bestätigt wurde, vielleicht mache ich da sogar mal ein Video drüber, so wie, wie ich trainiere, weil ich gehe jeden Tag immer nur so eine Dreiviertelstunde bis Stunde trainieren, je nach Muskelgruppe, also je nachdem, wie lange man mit den Übungen braucht, mit Pausen und so weiter. Und also mir tut es echt gut. Und jeden Tag eine Stunde ist nun echt nicht zu viel, wenn man mal überlegt, so was, was man seiner Gesundheit damit für Gutes tut. So, jetzt habe ich auch genug gebabbelt. Wie gesagt, ich tut mir leid, dass ich das mit YouTube so ein bisschen vernachlässigt hatte. Es ist eine ganze Menge passiert so und war eine ganze Menge zu tun, sagen wir es besser so. Aber jetzt geht's wieder Daily Vlogs etc. Übrigens habe ich auch, dann machen wir aber Feierabend und gehen zum Sport. Übrigens habe ich auch saumäßig viel an meinem Englisch trainiert, also weil das ja so mein Ziel ist, auch irgendwann einen englischen YouTube-Kanal zu betreiben. Und dementsprechend übe ich jeden Tag irgendwie für mein Englisch und gucke abends, weil man guckt ja meistens so zum Einschlafen irgendwie einen Film oder liest irgendwie was oder so. Und lese jetzt immer auf Englisch, gucke Filme auf Englisch, lerne jeden Tag Vokabeln. Beim Lesen schreibe ich mir dann immer noch raus, welche Vokabeln ich nicht verstanden habe. Die kommen dann immer noch sozusagen on top. Also 30 bis 50 Vokabeln mache ich jeden Tag, 50 am Wochenende, 30 unter der Woche. Und wenn ich halt noch irgendwie was in einem Buch finde, was ich nicht verstanden habe, dann streiche ich mir das immer noch mit an und dann kommt es noch on top auf die eigentliche Vokabelliste. Dann versuche ich schon immer mit der Kamera so ein bisschen einen englischen Vlog durchzuziehen, aber da sind immer noch ganz viel so und so weiter mit dabei und Versprecher und was weiß ich nicht alles. Und das ist halt einfach, wenn man das schneidet, dann sieht das irgendwie nicht mehr so real aus, sondern so als, keine Ahnung, hätte man halt irgendwie einen Text abgelesen oder sowas und deswegen ist das kacke. Aber ich habe mir das fest vorgenommen, bis zum Ende des Jahres einen englischen Vlog aufzuziehen, weil, so leid es mir tut, also ich werde den deutschen Vlog nicht aufgeben oder so, ne, keine Frage, aber es, gibt im englischsprachigen YouTube-Raum gibt es einfach viel mehr Abonnenten, die man erreichen kann und viel mehr Leute, die den Content, den man macht, interessant finden und dadurch kann man sich halt auch schneller verbreiten. Also es ist sicherlich auch schwerer, den Einstieg zu finden, weil es halt auch viel mehr Vlogger gibt, aber letztendlich, glaube ich, hat man da ein bisschen mehr von, weil wenn man halt ein größeres Publikum hat. Also man kann viel mehr Leute erreichen. Ich glaube, mehr als 20 Mal so viel wie in Deutschland. Und deswegen ist das sowas, was ich mir nicht entgehen lassen will. Und außerdem möchte ich ja unbedingt richtig gut Englisch sprechen können. Also ich möchte wenig
so sehr wie richtig gut Englisch sprechen. Ich will das wie meine Muttersprache drauf haben. Also wenn ich jetzt mit euch so ganz normal rede, dass ich genauso normal auf Englisch reden kann, ohne großartig drüber nachzudenken, wie konstruierst du den Satz jetzt, ist das grammatikalisch richtig, was sind die passenden Vokabeln oder so, sondern dass man einfach drauf losschnattern kann und ganz normal einen Vlog macht, so wie, was weiß ich, tausend andere amerikanisch- oder englischsprachige YouTuber. So, jetzt haben wir schon wieder eine Minute länger gemacht. Ich gehe jetzt zum Sport. So, ich bin bei McFit angekommen. Und dann kann es auch eigentlich losgehen. 2 hours later. Fitness war echt heavy. Eine Stunde alles gegeben. Und jetzt gehe ich noch schnell das Auto sauber machen, Auto tanken, Brötchen holen und dann gibt's endlich Frühstück. Hey Kato. I heard this beat in. Felt like Kato on the track, man. Adjectives and adverbs, I'ma keep it solid from my first to my last word. You just on my last nerve, currently my currency is. Auto glänzt wieder. Frühstück! Boah, ich hatte nicht, sind jetzt wie so häufig am Hubertussee und laufen gerade eine kleine Runde. Irgendwie, ihr seht schon, ich bin so ein bisschen mehr eingepackt. Es wird immer kälter in Berlin so. Rappers talking about straight to surgery, go and dissect, live and direct. I'm a live threat, and I wanna live like I haven't been alive yet. I bet every single penny in my piggy bank. I'ma keep it real while you fake it, it's some Ricky Lake. 90s baby has syringes on the crown. All these critters in the house, rats and roaches run around. Side with your instincts, say my voice distinct. Hear me in the music and sing. Ich finde doch langsam, wenn man richtig sehen, dass schon wieder Herbst wird. Ich finde, ich sehe in den Videos im Moment so ein bisschen so aus, als wäre ich dicker geworden. So, ich krieg so dicke Wangen irgendwie. Ich sehe echt ein bisschen dicker aus. Vielleicht sollte ich mal auf eine Waage gehen. Als Kind habe ich mal ziemlich genau hier eine Kastanie auf den Kopf bekommen. Und seitdem ist alles anders. Irgendwie war es so ein bisschen, wirklich nur so ein bisschen gruselig im Wald, weil die ganze Zeit so diese Eicheln überall runtergefallen sind. Und deswegen hat man das immer so gehört, so hinter einem und vor einem. Als würde man verfolgt werden oder so. Nein, ich hatte kein. Ah, okay, ich hatte kein. In 2006, I was too proud to admit that both my parents were hooked on the poison looking for a fix. In 2008, I got my GED and dreaming of my piece of history on 106 on BET and MTV. Wanted to bring my team that W. Hey, du? Zurück zu Hause. So, nun muss ich noch so ein bisschen E-Mails beantworten, so ein bisschen was raussuchen und die nächsten Videos so ein bisschen planen und meinen Kalender neu schreiben. Wisst ihr, was ich glaube, ich jetzt mache? Ich habe das gerade bei Apecrame TV gesehen, die spielen manchmal so Verstecken. Wo jeder dann so ein iPhone in die Hand bekommt und dann sieht man so die Perspektive von dem. Und ich habe ja noch, finde ich irgendwie viel witziger, ich habe ja noch das GoPro-Geschirr für den Hund. Und jetzt könnt ihr euch ja denken, was ich machen will. Verstecken spielen, und zwar mit meinem Hund. Und ich werde den so ein bisschen, weil der steht ja total auf Käse, der alte Blödi. Und Moment. Und deswegen werde ich den mit so ein bisschen Käse ködern und werde mal gucken, ob er mich findet.
so fast. I've got your mind in my palm. You can rest on me. Let's go to work. Let's be proud. Fucking clue, thought that I was fucking through. Nah, not a show enough when I show up to this game of poker. Call your bluff, I'm chilling, overlooking the seascape. Give it to you raw, nut cut, ain't no rebate. I mean, hey, you dudes actors, you need a golden globe. Pinocchio, your nose will grow on slow to roll. I broke the mold, I'm free now. I can breathe now, caught a rebound off the backboard. That's a score for my team now. Wanna break in like a sign that says keep out. I wanna live, but to them it's something. I wanna let it all out, all out. Shed some light up on my dark clouds. Dark clouds. Wanna let my dreams free. Let my dreams free. And leave these nightmares locked down. They locked down. I wanna let it all out. All out. Shed some light up on my dark clouds. Dark clouds. Wanna let my dreams free. Let my dreams free. And leave these nightmares locked down. They locked down.